6x11 Jahre Bruchkatze Rammstein. Dieses Jubiläum wurde mit über 24 Gastvereinen zusammen ausgiebig gefeiert. Darauf gab es vom Präsident erst einmal ein... Doch zunächst gab es für alle ein vielfältiges Buffet, ob süß oder deftig, für jeden war etwas dabei, denn verhungern sollte an diesem Abend keiner. Eröffnet wurde danach der Festabend mit dem Fanfarenzug aus Bann. Rallau an die Herren und A an die Damen. Wir hocken heute Abend, ja schön da im Warmen. 66 Jahre. So Anschlag. 66 Jahre Bruchkatz, 44 Jahre Senat, das muss sich doch lohnen. Zusammen sind 110 Jahre. Als Geschenk habe ich dabei das Jubiläum geschenkt. 111 Euro, die kommen von Herzen. Rallau, ich bin weg. Dafür kamen die grün-weißen Funken. Die Vereine im Bezirk und im Verband wünschen euch für die Zukunft alles Gute und weiterhin so eine tolle Zusammenarbeit bei uns in der Westpfalz. Getreu nach unserem Motto, wir sind eine Familie, eine große Fasnachtsfamilie. Es war einmal vor 66 Jahren. Ich grüße dich, mein Freund. Als alles begann mit dem Karneval. Ich habe die Idee! Wir machen Umzug, die Straße im Schnee. Wir zwei, wir gehen als Fußgruppe und du holst Trompet. Ich tu mich ein bisschen schminken. Guck ein bisschen blöd. Ja. Doch erst einmal unser Tanzmariechen. Dann war es soweit. Das schöne Comeback vieler ehemaliger Tollitäten stand bevor. Für einen Moment waren alle wieder Prinzessinnen. Lang ist es her und doch, als wäre es erst gestern gewesen. Auch Sarah, die erste, ließ sich feiern, ehe gemeinsam gesungen wurde. Anschließend folgten die Mädels mit dem WEFA-Tanzprojekt. Es gab viele Ehrungen und Glückwünsche von den Vereinen und der erste WEFA-Vereinsblock durfte auf die Bühne mit unter anderem der Karnevalsverein aus Kaiserslautern und die Clubgemeinschaft Hasensteig aus Zweibrücken. Auch die tolle Zeitreise der Bruchkatzengarde durfte nicht fehlen. Der nächste Block aus verschiedenen WEFA-Vereinen erschien auf der Bühne, diesmal mit unter anderem der Karnevalsverein aus Kusel und der Unterhaltungsverein aus Bruchmühlbach. So, und das war es schon mit Teil 1. Und schaut mal, was euch in Teil 2 erwartet, ihr lieben Narren. Was ist dann jetzt schon wieder los? Ja, passe nach, das ist schon Stress. Viel Suff, nichts Fress. Da hat der Andreas so nicht gesungen und hat vorgetragen. Stopp! Na, das kann ja nur was werden. Freut euch auf Teil 2 und den Special mit Markus Becker. Rallau!